So, da sind wir schon wieder. Und die Beeren sind immer noch nicht reif. Hervorragend. Aber es ist zumindest hell. Ja, das stimmt. So, pass Das auf, stimmt. wegen deiner Karre, die du da versenkt hast, ne? Wie meine Karre, ja. Du musst einfach ringsherum ein bisschen den Boden erhöhen. Mit Dirt kannst du das ja machen. Dann hast du irgendwann einen Wagen ja in eine Art Loch versenkt. Dieses Ja. Loch kannst du dann trotzdem wieder füllen, dann kommt dein Wagen ein Stückchen höher. Das kann ich. Ich habe. Das war leider wieder abgehackt. Ich kann das Loch. Du hast ja irgendwann ein Loch um deinen Wagen herum. Wenn du ringsherum dann halt Sand platzierst im Wasser. Ja. So, und dann irgendwann kannst du halt in das Loch da, wo der Wagen drin ist, auch nochmal Sand platzieren und danach wird der Wagen dadurch hochgedrückt. Ah, okay. Schwimmt er quasi dann in die Oberfläche. Ja, du drückst halt dran, Okay. ne? Oder an die Aber der Oberfläche. ist schon wirklich sehr weit da unten gefallen, ne? Im Ja, da Wasser. musst du halt sehr, sehr viel Sand aufschütten. Och ne, ich glaube, das will ich nicht. Dann brauchst du lieber neun, ne? Das ist einfacher, ja. Du musst mir einen neuen bauen. Ja, sehr schön. Ich trinke mal eben einen Schluck Wasser. Weißt du, wie viel Holz wir brauchen für sowas? Ich habe eben gerade, war mein Magen voll. Der ist jetzt schon wieder fast leer. Ja, ich komme ja schon zurück hier mit neuer Nahrung. Keine Sorge. Das ist echt Ich komme mir echt so unglaublich. vor, als würde ich hier so ein Baby füttern. Immer nur am Meckern oder am Schreien. Gib mir was zu essen. Gib mir Fleisch. Das ist echt unglaublich. So, ich muss erstmal jetzt meine Schippen reparieren. Komm, ich jage auch extra nur für dich noch einen zweiten Hasen. Der reicht nicht. Die ganzen Hasenfamilie muss das Boah, sein. mega zwischen die Augen geschossen. Eine Hasenfamilie. Du isst auch nur Babyhasen eigentlich, ne? Ja, das ist richtig. Jetzt hat sich im Kreis gelaufen. Kann das wohl? Könnte. Das würde ich mir ja zutrauen. Sag mal, kann das eventuell sein, dass dieser Nein. blaue Balken, den wir da haben, ne? Ja. Über unseren Punkten, der Bereich ist, wenn der voll ist, dass wir dann um einen Punkt aufsteigen? Also von der Wertung her? Der ist bei mir immer voll zurzeit. Ja. Oh, Dann getroffen. weiß ich es nicht. Dann weiß ich es Also bei nicht. mir ist jetzt gerade permanent gefüllt. Das heißt, das kann Siehst es ja du? dann schon mal nicht sein. Nee. Ich habe echt keine Ahnung. Vielleicht weiß das ja einer unserer Zuschauer. Also du. Ich. Irgendwann. Oh, ich habe dem Tier in den Kopf geschossen und es rennt einfach weiter. Dass ich. Letzten Zuckungen. Jetzt ist es tot. Das arme Tier, ey. Wird komplett zerlegt von mir. So, ich komme zurück. Ich habe Fleisch mitgebracht. Erstmal habe ich schön weggekocht. Eingekocht wird das. Für dich. Wie laufe ich den jetzt am besten? Da sind auch noch Bäume, da war ich noch nicht, glaube ich. Da könnte ich auch noch mal hingehen. Vielleicht ist es da noch Huckleberry Seeds. Vielleicht war ich da schon, nur ich weiß es nicht mehr. Kann ich mir auch vorstellen. Oh, aber von den ersten Pflanzen, die du gesetzt hast, ist schon wieder ein bisschen was größer Schon ein bisschen geworden. was abgestorben. Alles tot. Kein Problem. Ja, wäre auch interessant, wie lange die Pflanzen brauchen zu wachsen, ne? Ja, ich kann es dir nicht sagen, ist ja auch vom Boden abhängig, ne? Du kannst ja ein Gerät bauen, um die Bodenfeuchte zu messen. Aber frag mich bitte nicht, wie ich das machen kann. Das Gerät. Ich habe keine Ahnung, wie ich das baue. Der Gerät. Der Gerät. Gerät. Ich glaube, hier bin ich schon mal lang gelaufen, habe ich so das Gefühl. Waren schon überall. Und trotzdem fühlen wir uns nirgendwo wie zu Hause. Das stimmt.
So, latsch mal hier hoch, bitte. Zack. Hoch. 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 Na, komm. Hoch, habe ich gesagt. Will er nicht. Doch, jetzt. Er muss. Er muss nach oben. Es geht nur nach oben, nicht bergab. Wo sind denn jetzt nochmal die Bäume hin, die ich eigentlich so. Da, genau. Laufe ich gerade drauf zu. Sehr gut. Wenn das Bäume sind und nicht Kakteen, das wäre es ja jetzt noch. Was kann ich denn nochmal? Kakteen können wir auch anpflanzen, ne? Aber das Ja. wächst ja nicht so gut, glaube ich. Und Also einmal konnte ich schon ehrenwerben. es sind Kakteen und keine Pflanzen. Keine Bäume. Keine Pflanzen, genau. Kakteen sind keine Pflanzen, wie du weißt. Ach, das wird tatsächlich so als Holz angesehen, so ein Kaktus. Ja. Ja, ich habe jetzt einen Kaktus gefällt und nehme jetzt gerade Holz mit. Sehr Ach was. praktisch. Ja, Kakteen gehen also auch. Hätten wir das mal vorher gewusst. Nun gut. Komme ich hier lang? Ja! Einmal kurz stöhnen und dann geht's weiter. Oh, hier sind noch Büsche. Was sind das denn wieder für Büsche? Das sind andere Büsche, ne? Leider. Wieder diese komischen Büsche, die man nicht. Was ist das da hinten? Oh, das wäre es ja jetzt noch, wenn ich hier nochmal Huckleberries finde. Schon ganz aufgeregt. Was ist denn das, ein Schlüppi? Oh. Oh. Huckleberries, Huckleberries. Ich will ja jetzt die Vorfreude hier nicht zu groß werden lassen, aber eigentlich sieht das hier ganz gut aus, dieses Terrain. Sagte er und schleppte noch ein paar Baumstämme mit sich rum, während er Beeren suchte. Ah, schade. Hier ist schon mal nichts. Gehe ich noch mal eben hier gucken. Da sind noch mal diese weißen Pilze, die nehme ich mit. Ja, die sind noch ein bisschen besser als die roten, ne? Ja, ich brauche halt die Samen. Ah, ich habe Samen gekriegt. Sehr gut. Oder Sporen. Noch mehr Pilze. Aber keine Sporen. Schade. Ja. Oh, hier unten haben wir noch ein bisschen Kohle. Drei Sporen. Sehr gut. Das sind die falschen Büsche hier, verdammt. Schildkröte lasse ich mal leben. Die können wir nämlich noch nicht weiter Warum? können wir noch nicht weiter verarbeiten. Da müssen wir. Das ist egal. Brauche ich erst 50 Punkte. Was ist das da? Das ist auch nichts. Och Mann. Seid doch nicht so gemein. Ich will doch nur Huckleberries. Das wird mich auch Noch mehr im Kohle. Schlaf verfolgen wahrscheinlich. Irgendwann werde ich Huckleberries. einfach nachts Ja. wach und schrei Huckleberry. Huckleberry Finn. Könnte ich mir wohl vorstellen, ja. Kann ich irgendwie tauchen? Du kannst ins Wasser springen und tauchst ein bisschen tiefer. Aber tauchen habe ich bis jetzt noch nicht herausgefunden.
Da unten ist nämlich was am Boden, das möchte ich gerne mitnehmen. Ach was, da ist ja noch mehr Geil. Kohle unten. Mich jetzt genau richtig gemacht, ich habe es nämlich zerstört. Genau das wollte ich. Das ist doch eigentlich perfekt hier für Huckleberries. Perfekte Umgebung. Hast du nichts gefunden? Ich verstehe es nicht, dass sie das so selten machen müssen, ey. Du kommst da überhaupt nicht voran mit deinem Skill. Ich glaube, wir haben aber extremes Pech bei der Map hier, was das angeht. Meinst du? Ich Ja. hoffe. Ich hoffe, dass es das ist. Weil das ist sonst echt schlecht ausbalanciert, wenn man hier nur einen so einen Busch auf der ganzen Welt findet. Finde ich nicht so geil, ehrlich gesagt. Nee. Könnte man besser machen. Möchtest du eigentlich auch gleich eine Dönerpizza? Ich wollte mir gleich eine bestellen. Boah, voll geil, hätte ich gerne. Aber ich glaube, bei mir gibt es dann erst gleich Magerquark. Oh, ich möchte so gerne mit dir tauschen, ne? Ja, ist geil, ne? Magerquark. Ich dachte, ich gönne mir heute mal richtig. Magerquark mit Soße Hollandaise. Pur. Pur. Pur Hollandaise. Ach nein, purer Magerquark. Komm ich hier rüber? Muss ich. Das nützt alles nichts. Da, geschafft. Dann latsche ich nochmal eben hier lang und gucke noch, ob hier irgendwas liegt, was man eventuell brauchen könnte. Da ist unser Haus. Das ist schon mal gut. Das brauchen wir nicht. Das kann eigentlich auch weg. Ja. Nee, hier ist auch nichts. Nee. Dann gehe ich mal jetzt hier, versuche ich mal hier rüber zu kommen. Irgendwie. Muss ich wohl unten lang schwimmen. Es bleibt mir nichts anderes übrig. Gut. Einmal hier durch. Blob. Einmal absaufen. Einmal drunter festbacken. Sehr gut. Tauchen kannst du, glaube ich, da auch ohne Begrenzung, ne? Ja, irgendwie, ja, wenn ich weiß, wie man überhaupt mal nach unten kommt mit der Rübe. Ah, hier wächst aber tatsächlich wohl was. Es stimmt auch einiges, so was sich hier weiterbildet. Mais wächst. Pilze weiß ich nicht, ob die wachsen. Kann ich nicht beurteilen. Ja, doch, ein bisschen wachsen schon. Ich packe jetzt mal das Holz hier rein und mache mal ein bisschen Hornblock. Kann ich nämlich hier die Sporen reinbremsen. Habe ich vier? Fünf sogar. Ach Mensch, das ist ja ein Traum. Dann geht das wenigstens voran. Sehr schön. Dann als nächstes. Ach, der Tisch ist auch fertig, das ist sehr gut. Place ich die mal eben. Schön. Da haben wir jetzt eine Kerze drauf. Hervorragend. So romantisch. Ein Lagerfeuer reicht ja eigentlich wohl, ne? Oh, das machen wir bitte wieder rückgängig. Was? Was du gerade gemacht hast mit der Kerze. Irgendwie sind die Skillpunkte fürs Haus gerade enorm runtergegangen. Ich habe nur den Tisch gesetzt. Ja. Vielleicht, weil das jetzt mein Tisch ist? Nee, wahrscheinlich, weil das wieder zu viele Möbel, verschiedene Möbel in einem Raum sind. Okay, also soll ich jetzt den Tisch wieder wegbauen? Ja. Ja, ist er wieder plus 1,32 Punkte.
Also das hinbekommen. ist der Tisch zu viel. Ja. Interessant. Dann packe ich den Samtkerzen mal in eine Box, in eine Kiste. Und dann können wir uns dann mal anderweitig irgendwann drum kümmern. Den bringen wir wieder zurück ins schwedische Möbelhaus. Ja, brauchen wir ja nicht, anscheinend. Wenn du ihn dann zurückbringst, bringen wir einfach gleich ein paar Teelichter wieder mit. Ich glaube, wir haben keine mehr. Wie So. sieht das aus mit Futter? Ich bin gerade am Arbeiten hier mit ich boah, ich bin hier so hart am Wegbacken, ne? Haben wir nichts mehr zu essen sonst? Du hast das ganze Fleisch schon mal wieder aufgefressen, ey. Die ganzen Tomaten, die kann ich erstmal braten. Würde ich sagen. Ja, brat so viel wie es geht. Erbsen haben wir ja noch. Ja, ich mache so viel, wie es geht. Jetzt gerade mache ich wieder einen Bison. Wie kann ich denn Treppen bauen? Ich verstehe es nicht. Was muss ich dafür machen, um Treppen zu bauen? Habe ich so ein Rezeptbuch für, um das zu erlernen? Oh, ich bin zu hungrig zum Arbeiten. Das Bison braucht noch eine Viertelstunde, ne? Ja, aber nicht länger. Ich habe Hunger, 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 Hunger. Diese Pflanze ist tot. Schön. So, dann. So, jetzt kommen wir wenigstens hier mal provisorisch hoch. Das reicht. Oh, was haben wir denn da? Ach so, Großfleisch. Zu früh gefreut. Egal. Ich esse alles. Order. So, Truthahn hier, auch nochmal zwei Ordern. Und wo ist denn die Tomate? Stück davon. So. Sehr gut. Ja, das dauert jetzt alles ein bisschen, aber du kannst gleich so viel futtern, doch. Boah, kannst du gleich viel futtern. Mensch, Meier. Da freut sich dein Mal gucken, wie lange Bäuchlein. das reicht. Und dann kann ich noch mal ein bisschen Mais umwandeln, glaube ich. Ist auch ganz praktisch. Ich kann auch mal ein zweites Campfire bauen, ne? Wäre auch mal sinnvoll. Muss Ja, man nicht bei so. dem ganzen Hunger, den ich habe. Ja, natürlich muss er hier für dich extra ein zweites Feuer bauen, damit du satt wirst. Es ist ja leider nicht schön zu reden, ne? Aber du bist ein verfressener Fettsack. Ja, kann ich auch nichts für. Dann esse ich einfach mal die Campfire-Bienen. Das wird aber eine schöne Nacht. Du kannst, dann baue ich mein Bett doch extra raus, ey, ohne Scheiß. Oh, der Schmetterling ist gerade Die durch die halten Wand lang an. geflogen. Das waren jetzt gerade mal nur 2000 Kalorien. Wie lange davon bitte leben? Wieso, wie viel Kalorien musst du denn zu dir nehmen? Ich kann doch nur maximal 3500. Was erzählst du hier für Müll? Warte mal, ich kann 4000 zu mir nehmen. Am meisten habe ich bisher Korn konsumiert. Fast 300. Wieso kannst du denn mehr Kalorien zu dir nehmen als ich? Bist du älter oder woran liegt das dann? Ich habe das wahrscheinlich mehr ausgeskillt als du. Kann sein. So, Korn Weil ich bin erstmal. ja hart am Arbeiten. Ist denn hier Korn? Da ist Korn. 100 Stück machen wir erstmal fertig hier, ne? Ja, bitte. Das reicht dann für die nächsten paar Stunden.
So, Power brauchen wir noch. Da nehmen wir Kohle für. Sehr gut. Aber wir haben hier schon ziemlich viele Bombensetzlinge, ne? Wenn die mal alle groß werden würden, Ja. Wenn. dann können wir auch ein bisschen was schaffen. Aber guck mal, wenn wir den Server 2, 3 Tage lang anlassen, ist ja bestimmt alles voll gewuchert und überall sind Tiere. Überall sind Huckleberry Seeds. Kannst du mit deiner Ho nochmal eben hier das Beet hier fertig machen? Das nervt mich ein bisschen wohl. Warte, ich komme mal eben hin. Wo bist du denn? Stehe vor dem Haus. Man könnte mich eigentlich nicht übersehen. Was soll ich denn hier machen? Hier ist noch ein, fehlt noch ein Teil. Das macht dich fertig, ja? Ja, das macht mich, kann ich nicht von pennen, ne? Wenn ich sowas sehe. Furchtbar. So, Bitte. jetzt Dankeschön. Und ich setze dann da auch das rein, was da reingehört, glaube ich, ne? Ist am besten. Ja. Sonst Oh, sieht aber schön aus. haben wir die Luft Schön, nicht. dass die beiden Campfires direkt neben unserem Holzlager sind. Wo denn sonst? Das muss hier gut brennen, Junge. Ich brauche Seeds, wollte ich haben. Ah, haben wir, doch, haben wir noch. Ja. Die könnte ich auch noch da reinpacken. Ins Campfire, da machen wir da noch was Schönes vorne. Ach, das wird gut, da wird da jemand ganz satt werden. Zeitlich. Wo sind sie? Da. Order. So, 25 davon noch. Oioioi. Da kommt einiges zusammen, mein Freund. Ja, hoffen. Woher weiß das Feuer denn, wann das Fleisch fertig ist? Weil das geht ja automatisch aus, ne? Das ist ja schon ein bisschen merkwürdig. Das ist ein schlaues Feuer. Ist das Ding schon wieder leer? Aber an sich ist diese Fläche, die wir jetzt haben, eigentlich gar nicht so schlecht gewesen. Relativ eben, die war nicht zu weit oben, die war nicht zu weit unten. Ich habe dich leider nicht verstehen können. Ach so, diese Fläche, die wir hier haben, so von der Höhe, ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Wir haben nicht zu viel Landmasse, die unter uns ist, und auch nicht zu viel, die über uns ist. Ach so, ja. Das ist in Ordnung. So, Fleisch ist fertig. Ach Gott sei Dank. Das war richtig schwer an Gepäck. Ich war fast überladen, weil ich so viel Fleisch dabei hatte. Ja, natürlich. Heftig, ey. Das packe ich da auch noch rein. Das kannst du auch noch essen. Da kommen mir keine Beschwerden mehr. Ist das denn Fairtrade? Das ist alles Ist aus der fair. Region. Das ist alles fair geschossen. Das, ich glaube, das behalte ich noch selber hier, das Fleisch. Und dann, da wird ja auch noch Fett draus, genau. Ich sehe hier schon wieder nichts, ne? Ich warte, bis das Fleisch fertig ist. Ja, es wird wieder hell.
So, und dann kommt jetzt noch, ach, da kommt jetzt noch ganz viel. Macht immer noch das, okay. 11 Tomaten nur, na gut, egal. So. Du hast ja gar nichts hier rausgenommen an Fleisch. Noch nicht, aber ich muss gleich wieder ran. Ich mach mir so viel Mühe, du. Craft hier alles kaputt. So, jetzt kommt Papa nach Hause. Milling. Durch den Hintereingang. Oh, nicht schon wieder. So, mal gucken, was da schön ist. Milling ist so. Oh, 21 Stück Fleisch, die reichen erstmal noch ein bisschen. Was haben wir denn noch? Gekochte Bohnen. Die pfeife ich mir auch gleich rein. Sehr gut. Milling-Skillbook, das kann ich auch noch mal gucken. Mach, pfeift dir alle Die rein. Tomaten. Wo sind die Tomaten? Die Tomaten sind noch in Arbeit. Das Er beschwert sich hier, Korn. dass er keine Tomaten kriegt. Das war so klar. Paper Milling. Ne, ich will kein Paper Milling, ich will normales Milling. Wo ist denn Milling? Da. Farming. Ich fass es ja nicht, ey. Jetzt kann ich kein Milling machen, weil ich kein Farming habe. Und Farming kriege ich ja nicht, weil ich keine Agri-Berries habe. Eine Das ist doch endlose nicht wahr, Geschichte. Alter, ey. Er hatte das ganze Fleisch schon aufgefressen. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ein großer Kerl, ich brauche viel. Hast du jetzt nicht das ganze Fleisch gegessen? Junge, Junge. Ey, ohne Scheiß, ernähr dich bitte nur von reinem Fett. Damit wir überhaupt irgendwas schaffen. Also Ich würde ja Kohle essen, aber es geht nicht. Tomaten sind jetzt auf dem Weg. Gott sei Dank, ich komme langsam schon wieder hoch. Kann ich mir vorstellen. So, Fett kann ich hier auch in die Kiste werfen. Was kann ich hier nochmal mit dem... Research Efficiency. Ja. Ja, ich komme nicht wirklich voran, ne? Ohne Punkte, ohne Skill Points. Und Huckleberries. Da, boah, wenn ich die finde, ne? Wenn ich irgendwann diese Seeds hab, Alter, dann flippe ich aus. Kann ich das denn nicht an der Dann rushst du Menge? erst nach vorne. Du kriegst ja auch kein Mill Processing, kriegst du ja auch nicht hin. Du kannst ja nichts machen. Du kannst ja nicht mal Mehl herstellen. Du kannst ja nicht mal. Ich will ja Brot backen, kann ich auch nicht. Nein, warte. Brot. Boah, was will ich jetzt für ein Brot geben?
Scheißdreck hier, doch. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen, es rattert in meiner Rübe. Ich komme mit diesen Huckleberry. Also, du kannst das Spiel nicht gewinnen, wenn du keine Huckleberry Seeds hast. Wir werden sterben am Ende, weil wir diese Beeren nicht hatten. Ja. Das ist der einzig logische Grund. Ich kann nichts machen. Oder ich habe einen Denkfehler, kann auch sein, aber ich weiß es nicht. Man möge mir bitte weiterhelfen in meinem Denken. Jetzt habe ich das hier falsch reingeschoben. Was habe ich denn da noch alles unten für Rollen? Diet, diet, diet. So, dann kümmere ich mich ums Acker. Vier. Ha! Claim Deed! Jetzt geht's! Ich musste deinen Deed nämlich noch bei mir auch noch claimen. Jetzt habe ich nämlich auch das 1,8. Jetzt habe ich auch da so einen House Value-Kreis. Ja, genau. Endlich. Jetzt geht es, ey. Ja, man sollte sich das einfach nur mal ein bisschen durchlesen, ne? Mhm. Das musst du nämlich dann auch machen, wenn du meinen Deed siehst, da auch mal eben nochmal claimen drücken. Und wenn ich jetzt den Tisch da hinsetze? Das ist genau das Gleiche. Ich guck mal, wie sich das verändert. Ach du Scheiße. So. Total House Value, okay. Interessant. Was ist, wenn ich den Tisch hier oben hinsetze? Ich komme die Treppe nicht hoch. Ich bin blöd. Dann passiert nichts. Achso, ist er nicht in einem Raum, deswegen wahrscheinlich auch, ne? Ja, soll ich hier mal anfangen, oben ein zweites Dach hinzuziehen? Zweite Etage? Ja, das kannst du gerne machen. Ich habe ja immer ein bisschen Holz jetzt hier. Das könnte man eigentlich machen. Ein bisschen was zu tun. So, genau, können wir einfach hier beides anfahren. Machen wir 60 hier. Ich kann ja immer schön 20er Stacks tragen, das ist ganz praktisch. Und 60 hier. Order. Das dauert nämlich nur 6 Minuten. Ich habe da jetzt keine Verbindung hier, ne? Nee. Schlecht. Gut. Das heißt Schlepperei. Ist eigentlich auch egal, ne? Ja. 20. Oh, ich laufe immer gegen die Tür, ey. Ist nicht so schlimm. So, still needs 20 blocks. Fertig.
Und da auch nochmal 20 rein. Dann haben wir das schon mal mit den Blöcken erledigt. Ja, sehr gut. Da war ja noch da ein Block, den ich hier mitnehmen kann. Ja. Was machst du da Schönes? Ich sehe ein bisschen. Du guckst. Ich sehe ein Ja. bisschen. Schön. Ich gucke mir das gerade ein bisschen an. Das sieht ganz hervorragend aus von hier. Wie du da dich wo ganz behutsam vorwärts bewegst. So, dann müssen wir mal die Hoe wieder reparieren. Ich gucke mal eben hier bei Farmer Gathering. Was Grassland brauchen wir Gathering. denn? Holz. Ich mache das jetzt auf 2, das ist mir scheißegal. Dann dauert das halt. Ich mache das noch höher. Ich will diese Huckleberry Seeds haben. 15. Zack. Jetzt habe ich zwar nur noch 4 Skill Points, ist mir egal. Ja. Es nützt ja nichts, ich komme da nicht voran. Richtig. Settings. Kann ich das hier nicht einstellen, wo ich Huckleberries finden kann? Kann ich, ne? Kannst du ja. Tatsächlich, ey. Und ich laufe wie so ein Idiot rum. Ja, die ganze Karte ist dunkel, ne? Keine. Es gibt keine Huckleberries. Echt nicht. Bei uns sind, ja, bei uns gibt's Bohnen, aber die haben wir dann ja selber gesät. Das kann doch nicht. Ich kann jetzt hier keine Huckleberries ernten auf der ganzen Karte nicht. Ich krieg zu viel. Es gibt keine. Es gibt keine. Ja, die Map ist total für den Arsch. Nein. Es gibt wahrscheinlich echt nur zwei Huckleberry-Büsche. Ich hatte doch hier, irgendwo war doch ein Busch. So. Ne. Nix zu machen. Ja, sonst warten wir einfach wieder ein paar Tage. Das ist erst das nächste Mal, wenn wir aufnehmen. Ja, das ist ja super. Da kommt das ja gut voran, hier mit dem Fortschritt. Ich brauche jetzt auch gar nicht losrennen. Ich finde ja keine. So ein Kack, ey. Ja, dann würde ich sagen, wir beenden mal die Aufnahme, ne? Wir sind an einem Punkt Können wir gerne angekommen, machen. wo es einfach nicht weitergeht. Erstmal. Es geht nicht weiter, Till. Es ist einfach, es geht nicht. Wenn ich wenigstens die Samen kriegen würde, dass wir die pflanzen können, ne? Oh, das wäre so toll. Dann gehen wir jetzt die Pflanzen ein. Tü-düm. Das kann natürlich passieren. So, dann würde ich sagen, machen wir mal hier Ende mit der Aufnahme, ne? Wobei Ja, ich kann man machen. könnte noch ein bisschen Wände ziehen, aber jetzt gerade nicht so Bock.
Ich warte einfach, bis hier alles fertig gecraftet ist und dann. Naja. Weiß Bescheid, ne? Jawohl. Ich bin jetzt mal im Häuschen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.